Okay. Wir haben also einen Schlüssel. Ich habe sehr viel geschrieben. So wie es aussieht, völlig umsonst. Aber ich spiele einfach mal weiter. So, wir waren da. Genau, Schlüssel ist für die Handschellen. Das macht natürlich jetzt auch gerade Sinn. Aber trotzdem habe ich das Rätsel völlig falsch verstanden gerade. Gut. Schlüssel sind hier. Verwenden. Ich bin gespannt. Das war echt, ich schäme mich ein bisschen. Aber ich habe ja von vornherein gesagt, dass wir nicht weiterkommen, damit die Folgen jetzt auch nicht allzu lang immer werden und allzu langweilig. Dass ich auch mal in eine Lösung gucke. Ich hoffe, das ist auch für alle weiterhin okay. Ich habe das nämlich schon mal durchgespielt. Jawohl, vor sehr vielen Jahren. So lange her. Oh, bitte nicht weiter. Bitte nicht weiter. Und ich habe immer, guck mal, anstatt ich das Stahlrohr nehme, das nicht das hier ist, sondern das hier, nehme ich immer das Brett. Sie ist abgeschlossen. Oh. Maria? Maria? Maria, no. What happened to you? Why? Da haben wir wohl ein bisschen zu lange für das Rätsel gebraucht. Nein, keine Sorge. In diesem Raum gibt es nichts mehr für mich. Es ist Raum 208. Ich habe mich gerade angespuckt selbst, Entschuldigung. Das ist in der Story so vorgesehen. Und irgendwie, auch wenn alles sehr... Ich habe mich wirklich total angespuckt. Wenn alles sehr skurril und seltsam ist. Und Maria doch da gar nicht mehr leben sollte, ist trotzdem traurig. Und auch wenn sie es vielleicht nicht war, es ist Menno. Aber jetzt lasse ich die Tür zu Hause. Das Spiel übernimmt gerade irgendwie wieder die Kameraführung. Ich hoffe, wir sehen mal wieder Tageslicht vielleicht. Wir sind immer noch hier. Ich weiß nicht, was es sein soll. Ein Apartmentkomplex? Also ein Apartmentflur? Mit Friedhof? Hier ist eine Grabinschrift. Dieser Verbrecher trank eine letzte Flasche Bier, bevor er hingerichtet und hier zur ewigen Ruhe gebettet wurde. Ich werde erstmal speichern. Da sehen wir schon drei ausgehöhlte Gräber. Wir können das nicht umsonst lesen. Der Name auf dem Grabstein ist zu zerkratzt, um ihn lesen zu können. Was ist denn hier? Stand da jemand? Okay. Okay, wo guckst du hin? Komm.
auf dem Grabstein ist so zerkratzt. Hier steht ein Name auf dem Grabstein. Miriam K., Verräterin. Der Name auf dem Grabstein ist zerkratzt. Ja, das machen wir gleich. Hey, ich kann ja diesen Seitschritt machen. Der Name auf dem Grabstein ist zerkratzt. Und wenn ihr mal richtig guckt, das ist immer noch der Boden. Das ist immer noch dieser Holzboden unten drunter. Hier steht ein Name auf dem Grabstein. Walter Sullivan. Irgendwie cool, das jetzt zu sehen. Es ist kein Spoiler, aber um ihn handelt es sich um in Silent Hill 4. Das haben die da irgendwie da noch zwischen gebastelt. Vielleicht werden wir es irgendwann mal spielen, ich weiß es nicht. Hier steht ein Name auf dem Grabstein. Eddie Dombrowski. Eddie. Die kleine, große, pummelige Eddie. Hier steht ein Name auf dem Grabstein. Angela Orozco. Orozco! Natürlich! Oro! Die Zeitung! Ich bin so verpeilt. Ich will die Zeitung nochmal lesen, bitte. Oh Gott. Das müsste ein Artikel über einen Mord. War es die? Nein, die war es nicht. Das war Walter Sullivan. Moment. Drei Nadeln, eine Zeitung aus dem Schaufenster, Kratzer an der Wand, auf der Bar gefundene Karte, Notizen im Leiche. Ich muss, glaube ich, mal nach unten gehen. Moment. Das ist ganz komisch notiert hier. Es müsste theoretisch hier mit dabei stehen. Uferlandschaft. Okay, hier kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Gemälde aus der Zelle. Blutgetränkte Zeitung, da ist es. Das ist ihr Vater. Thomas Orozco, Holzfäller, Alter 39, wurde, ne? Wahrscheinliche Todesursache, mehrere Stichwunden. Wir haben ein Messer von ihr bekommen, ein blutiges, das wir immer noch im Inventar haben, das ich besser nicht hätte angucken sollen wegen Ende und so. Aber ich werde ja sowieso alle Enden zeigen. Auf der linken Körperseite. Die geschätzte liegt zwischen 23 und 24 Uhr. Aufgrund der Spuren eines Kampfes im Raum und des fehlenden Tagwerkzeugs betrachtet die Polizei den Vorfall als Mord. Angela hat also ihren Vater ermordet. Angesichts der Tatsache, dass das Bargeld im Zimmer... Ja. Gut, hätten wir das auch. Ich bin ja so eine Pappnase. Stimmt. Orozco. Jetzt ist natürlich die Frage, welcher Name steht auf diesem Grabstein? James Sunderland. Unser Name. Wir werden, denke ich mal, in unser Grab... Ach, wir können ja auch nur in unser Grab. Hier ist ein tiefes Loch, aber es ist nichts da drin. Und auch da ist ein tiefes Loch. Wir werden also in unser eigenes Grab springen. Was hat er noch zu verlieren? Oder was für schlimme Sachen könnte er noch... Oh Gott, okay, das ist wirklich... Ah, okay. Das ist so... Das ist ja gerade aus dem Nebel. Das ist Nebel. Wir sind ganz tief unten. Theoretisch, aber es ist Silent Hill. Es ist kalt. Es ist Kälte. Eddie, what are you doing? What does it look like? He always busted my balls. You fat, disgusting piece of shit. You make me sick. Fat ass, you're nothing but a waste of skin. You're so ugly, even your mama don't love you. Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead.
corpse can't laugh. From now on, if anyone makes fun of me, I'll kill him. Just like that. Du stinkst. Eddie, have you gone nuts? I knew it. You too. You're just like him, James. Hey, I didn't mean anything. Don't bother. I understand. You've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met. I'll kill you, James! Moment, Moment, oh Gott, ja. Ja, Eddie. Den Eddie ist nicht mehr zu helfen, deswegen müssen wir ihm jetzt helfen. Mann, du Blödmann. Eddie wurde also gemobbt die ganze Zeit, anscheinend auch von seinem Hund. Nee, aber ist natürlich deswegen dann durchgedreht und ich denke, das ist der Grund, wieso er hier ist oder die Sünde, die auf ihm liegt. Deswegen muss Eddie jetzt sterben. Das ist eine Schrotflinte, das sind Schrotpatronen, davon habe ich noch eine ganze Menge, deswegen ist es okay, wenn ich... Eddie. Eddie! Das ist aber scheiße. Stimmt, der hat eine Waffe. Geht noch. Hey, Eddie! Wie du einfach drauf bist! Oh, scheiße! Lauf doch! Ich kann mich nicht bewegen! Pause, 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 Pause! Oh, boah, das ist... Okay, das ist echt scheiße mit der Steuerung. Wir schaffen das schon. Da noch. Da. Okay. Also, wie gesagt, das ist echt... Oh, scheiße. Ich muss speichern. Ich muss das jetzt machen. Okay, Eddie. Round 2. Schwein. Könntest du bitte nicht... Ah! Boah, in den Arsch! Na, willst du auch deine eigenen Gedärme fressen und dich dann zusammenrollen? Oh Mann, scheiße, mir geht's voll nicht gut. Boah, scheiße.
Lauf doch! Ich drücke das Laufen echt schon, während er dann nachlädt. Halt. Da jetzt. Oh. Ja, James. James, du bist einfach der absolute Knaller. Arsch, lauf. Los. Noch. Zum Glück war ich damit auch immer relativ sparsam. Lauf! Okay, Entschuldigung. Bin ein bisschen, es geht gerade ein bisschen mit mir durch mit dem Endkampf hier, da, hier irgendwie. Nicht nur damit übrigens gerade. Auch mit dieser beschissenen Steuerung. Sag mal. Ey, der Typ, ne? Eddie, ich sehe dich. Das ist gerade voll scheiße, ich weiß. Eddie! Ey, Mann, als ob ich dich nicht sehe! Ist irgendwie lustig, aber trotzdem. Mal. Vielleicht ist das gerade besser. Bleib irgendwo hängen! Ja, ist irgendwie, ich glaube, ich mache das mal lieber mit der Pistole. Eddie? Eddie? I killed a human being. A human being. Mary. Did you really die 3 years ago? Oh Gott, das wird eine Menge zum Schneiden sein. Es tut mir leid, dass der Endkampf jetzt echt total in die Hose gegangen ist. So von der Spielweise war es ja jetzt nicht immer so doof wie. Also nur so ein bisschen doof, ne? Aber das war jetzt halt. Ey, nimm dir die Munition von dem. Komm, du guckst doch da hin. Eddie? Ach, James. Dann geh mal raus hier. Wo auch immer wir jetzt gerade sind. Schon bitter mit dem Kühlhaus und den Schweinehälften da beim Eddie. Aber er hat jetzt wohl seinen Frieden gefunden. Und wir sind jetzt da. Und mit dem Boot fahren können. Und wir waren theoretisch auch die ganze Zeit nur da drin. Theoretisch. Und ich brauche auf jeden Fall was, womit ich mich heilen kann. Sonst werden die nächsten. Ich glaube, es ist jetzt nur noch eine. Es ist noch ein Ort, den wir besuchen. Und dann haben wir das Spiel tatsächlich durchgespielt. Und dieser Ort ist der interessanteste von allen. Auch wenn ich sehr geflasht war, wie in dem Gefängnis auch immer noch bin.
Es war, wir hatten eine Karte gefunden, aber irgendwie glaube ich habe das Gefängnis nicht in Erinnerung behalten, weil ich habe zwar sehr viel erkundet und mir sehr viele Details und sowas alles da. Dafür hatte ich mich ja da interessiert jetzt, vor allem nach Silent Hill 4 eben, obwohl es da, glaube ich, ein anderes Gefängnis ist, weil das eins auf dem Meer ist. Nein, auf jeden Fall war es doch gar nicht mal so lang und war gefolgt von diesem anderen Ding, was wohl nicht mehr das Gefängnis war. Oder irgendwie doch, ich habe keine Ahnung. Und da hinten ist ein Licht. Und ja, vielleicht ist mir das deswegen nicht so in Erinnerung geblieben. Dann wollen wir mal. Ich kann das tatsächlich steuern. Okay, ich weiß nicht genau, wo ich hin muss, aber ja, wir fahren dann mal. Kann ich sonst noch irgendwas hier machen? Hui, guck mal hier. Geht sich irgendwie so, das macht mich gerade total kirre. Wo hatte ich das auch? Schon wieder Cry of Fear. Jetzt muss ich wieder an Cry of Fear denken. Da hatten wir doch auch so eine sehr lange Bootsfahrt. Habe ich da schon was gesehen? An Land? Nein. Ich glaube, ich bilde mir das ein. Ich kann hier auch nichts wirklich bewegen, ich kann nur nach vorne drücken. Stimmt, das Licht. Ich sehe da gerade etwas auf meinem OBS-Bildschirm. Das ist aber, glaube ich, ein Fehler vom Bildschirm. Das ist nicht das Licht. Haben wir wirklich etwas falsch gemacht hier? Wieso erkenne ich da mehr als hier? Sau lustig. Ich halte gerade die Kamera. Und jetzt dreht sich das gerade irgendwie andersrum. Seht ihr das? Gerade ging der Nebel noch in die andere Richtung. Auch die Verschnellern-Taste, aber irgendwie, wenn das jetzt zu lange dauert, dann gibt es natürlich hier auch einen Cut, obwohl ich das sehr ungerne mache hier. Und ich drücke nichts anderes gerade. Ich weiß nicht, wieso die Kamera sich so ändert. Ich halte mal weiter und juck mal hier meine Nase. Karte. Ja, ich bin irgendwo nirgendwo. Oh, das ist der Lakeside Amusement Park. Da gehen wir aber nicht in den Teil. Kann ich da irgendwie was sehen vom Weiten oder so später? Gleich, wenn wir irgendwann mal angekommen sind? Das finde ich echt cool. Ich muss hier wirklich gleich einen Cut machen. Mal.
Also, wenn ich jetzt nach dem Nebel gehe, müsste es ja jetzt klappen. Da, wo der Nebel hingeht, oder nicht? Das heißt jetzt wieder eher so dahin? Also eher in die Richtung? Genau, stopp! Stopp! Es verwirrt mich gerade sehr. Komm, wenn ich jetzt den hier mache? Und nochmal? Und jetzt vielleicht nochmal leicht den hier? Oh ja. Okay. Kleiner Cut, wir sind uns gleich wieder. Ich musste jetzt irgendwie so lange drehen, bis ich das Licht sehe, von dem ich gerade auf meinem Monitor dachte, mit diesem blöden Fehler, dass es das ist. Es war nämlich gerade so blöd, dass ich auch wieder nachgeguckt habe, einfach in den Walkthrough. So. Und jetzt müssen wir zum Licht. Ganz komisch. Hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Ach, scheiße. Aber wir sind gleich da. Wir sind gleich beim Licht. Aber stimmt, klar, das Licht haben wir gerade auch am Anfang gesehen. Das wäre ein Hinweis gewesen. Aber ich dachte eher, eigentlich, ich müsste mit dem Nebel gehen. Und ich musste jetzt auch lange Zeit eigentlich nach rechts schwenken, bis ich das Licht erstmal sah. Ich habe quasi eine ganze Drehung gemacht. So, ich kann ihn auch schneller rudern lassen. Nämlich einfach so wie beim Laufen die Schneller-Taste drücke. Man merkt es schon. Und das Licht wird immer größer. Ach, James. Dieser Ort hat sich in den 3 Jahren überhaupt nicht verändert. James, guck noch mal bitte hin.